Angefangen bei Amber. Gut, begib dich nach Amber. Hier sind noch ein paar Chocobos. Killerbiene, oh, Level 20. Ups, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ich meine, wir könnten hier noch ein bisschen kämpfen. Mach doch erstmal das eine platt. Ja. Na gut. So, macht es Sinn, hier lang zu gehen? Ja, macht es. Das Gesetz mit den Füßen. Unter Lord Erwin hätte es sowas nicht gegeben. Sei still! Willst du uns alle umbringen? Tja, sieh mal. Rosaria wird von widerwärtigem Ungeziefer verdreckt. Und damit es einen neuen Morgen erleben kann, muss es gesäubert werden. Es wäre ein Jammer, wenn der Ungehorsam weniger uns dazu zwingen würde, an euch allen ein Exempel zu statuieren. Oh, natürlich, mein Herr. Wir stehen voll und ganz hinter euch. Kann ich einfach hin und die verprügeln? Was haben die Schwarzschilde in so einem kleinen Dorf verloren? Wo sollten sich ihr Träger verstecken? Vielleicht suchen sie jemand anders. Wenn sie das nächste Mal kommen, sei einfach... Du bist nicht von hier, oder? Nö. Ich komme vor woanders. Nochmal verirrst du dich wohl nicht hierher. Entschuldigung. Was war das gerade für ein Aufruhr? Noch nicht gehört? Irgendjemand macht hier Ärger. Angriffe auf die Garnison, Proviant verschwindet. Angeblich wurde auch ein Schwarzschild ermordet. Die Kaiserlichen wollen antworten und was die wollen, kriegen sie auch. Das ist wohl wahr. Haltet die Ohren offen. Wer hilft, diese Verräter zu finden, wird von den Schwarzschilden gut belohnt. Man muss schon dumm wie Stroh sein, um sich mit dem Kaiserreich anzulegen. Mit ihren 100 Legionen. 100? Wohl eher 1000. Ich habe eben lustig gesehen, also ein Typ fragt so eine Tussi, hey, ich bin Gamer. Und die so, wirklich? Beweis es, nenn mir 16 Videospiele. Und der Typ dann so, ja, Final Fantasy. Eins bis 16. Du hast sie gesehen, oder? Wen meinst du? Die Schwarzschilde. Bei uns. Hast du sie gesehen? Glaub jedenfalls, das waren welche. Hab ja bis jetzt noch nie welche gesehen. Also war es das erste Mal, dass sie hier waren? Natürlich. Hier sind wir doch am Arsch der Welt. Und die dachten, wir würden hier Verräter verstecken. Tja. Na, schön wär's. Die würde ich ausliefern und selbst ein Schwarzschild werden. Meinst du etwa, diese Verräter, nach denen sie suchen, könnten wir sein? Schon möglich. Finden wir es heraus. Hallo, mein Freund. Wir sind fremd hier. Ach nee. Was wollt ihr? Wir fragen uns nur, was wohl diese Soldaten vorhin hier gewollt haben. Diesen Fremden sagst du kein Wort, klar? Ich spreche für dieses Dorf. Ihr habt hier nichts verloren. Verlasst Amber und kommt nie wieder. Und wieso, wenn ich fragen darf?
Ich weiß nicht, wer ihr seid und was ihr wollt. Ich weiß nur, dass ihr uns alle in Gefahr bringt. Die Kaiserlichen meinen es ernst. Sie verlangen viel und sie sind grausam. Aber solange wir gehorchen und Abgaben zahlen, lassen sie uns in Ruhe. Das mag feige klingen. Aber wenn es mein Dorf vor Annabellas Zorn bewahrt, will ich mich unterwerfen. Ich schwöre, dass wir nicht enden werden wie Eastpool. Wir sind ja schon weg. Eastpool. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Die Menschen hier leben in ständiger Angst. Und sie glauben, dass meine Mutter sie verschonen wird, wenn sie sich ihrem Willen beugen. Aus Angst geschmiedete Fesseln. Was ist los? Ach, ich... Es ist nichts. Wir wissen immer noch nicht, wen die Schwarzschilde suchen. Ich glaube, das weiß sie Jill nur allzu gut. Wer es auch ist, stellt offensichtlich eine Bedrohung für das Kaiserreich dar. Doch wer außer Martha hätte sonst noch den Mut, sich San Breck entgegenzustellen? Neue Verbündete brauchen wir immer. Darum hoffe ich, dass wir sie zuerst finden. Vielleicht erfahren wir im nächsten Dorf etwas mehr. Vielleicht. So, Final Fantasy scheint nicht ganz so interessant zu sein. Aber ich feiere das Spiel. Er macht es ja nicht, er macht es schon für die Zuschauer, aber nicht für die Masse. Wenn ich massenhaft Zuschauer haben will, würde ich die ganze Zeit nur LOL oder... Ups. Würde ich die ganze Zeit nur LOL oder Dingsbums spielen. Dieser Pass führt uns durch die Berge. Und auch direkt zu wem oder was auch immer dort auf der Lauer liegt. Dem müssen wir uns halt zur Not stellen. Ich finde das Spiel mega. Gefallener Jäger. Seit dem Apoditerium sehen wir mehr und mehr von diesen Echos. Was denkst du, lässt sie erwachen? Das Erlöschen der Mutterkristalle? Ich habe eine Vermutung. Sie wird dir nicht gefallen. Fuck. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe eine Antwort, aber diese wird ihr nicht gefallen. Okay, wir können jetzt wählen zwischen links der etwas größeren Terrain oder rechts schmalen Berg. Was war das jetzt? Mehr Soldaten meiner Mutter. Na gut.
habe keine Ahnung, was das jetzt gewesen ist. Ah, vielleicht eine Truhe oder so. Keine Ahnung. So, dann machen wir also die Mami jetzt mal gleich platt. Diese. Oh. Da drüben. Hier durch. Das machen wir. Den kralle ich mir. Der sieht gar nicht mal schlecht aus. Das ist eins von diesen Kackviechern. Wenn wir dem schon gerade begegnen, muss ich halt nur zurück nach Ember. Aber so ein brutales Rotzvieh. Schweren Kampf will der Justin bestimmt sehen. Warum höre ich im Hintergrund so einen Herzschlag? Das ist auch ein komischer Vogel. Aber Chocobos sind eigentlich friedlich. Auf geht's. Schneller. Geh ich mal hier runter. Aber warum greifen uns die Blaufeder an? Ich habe jetzt eigentlich keine Lust, die Chocobos zu klatschen. Weil böse sind die ja nicht unbedingt. Viel Damage mache ich jetzt nicht, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, du wirst dich da auf jeden Fall auf die kommenden möglichen Drachenkämpfe freuen. Könnte interessant werden, ja. Schon wieder ein paar von diesen Kacklappen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber ich glaube... Oh ne, ich habe ja diesen Bier, diesen Burner voll.
Rotzvieh. So. Na, stopp. Da wollte ich eigentlich woanders dahin. Diesen Bereich war das, ne? Ne, das war in dem Bereich. Hier oben und dann nach links. Irgendwo war dieses Rotzvieh. Ich meine, warte mal, von da kam ja, also müsste es hier sein. Ja. Das lief besser als gedacht. Ah, ich kann meinem Hund also befehligen, was er machen soll. Beißen, heilen, okay. Ich kann also meinem Hund so ein bisschen was... Ich verstehe. Ich finde, das macht der Hundi ganz gut. Ich vertraue dem da voll und ganz. Also hier kann ich jetzt zum Beispiel unten links wechseln zwischen meinem Inventar oder halt Befehle für den Hund. Blut, Clive. Da hat wohl jemand seine Tage gehabt. Euch wurde befohlen, im Dorf zu bleiben. Die Schwarzschilde. Offensichtlich wisst ihr, wer wir sind. Und trotzdem wagt ihr es, eure Waffen zu ziehen. Dann möchte ich euch danken. Ihr erspart uns nämlich eure langwierige Befragung und Folter. Easy. Auf unsere Klingen schwören wir, zur Nacht zu werden, um Schatten zu töten. Auf dass die Sonne neu erstrahlt. Lass immer was Neues einfallen, Arschloch. Ich werde euch zeigen, was ein echter Schild ist. Das mit den Fähigkeiten ist einfach Hammer. Es ist einfach schön. So, wunderbar. Ich mag die Kämpfe. Vielleicht habe ich es doch ein bisschen zu einfach gestellt. Aber es sind ja Storykämpfe, also, Jetzt sagst du mir, was ich wissen will. Nach wem sucht ihr? Nach euch.
Wir bringen eine Nachricht. Wir haben eure Freunde, die Träger, die ihr aus unseren Lagern befreit habt. Sie sind alle in Ulthil. Hüter der Flamme. Ulthil ist das Dorf da vorn. Dann los. Ich will aber pullern. Das ist schlimm. Ich trinke zwar gerne Eistee und alles, aber ja. Ein bisschen schwierig. Ich habe zwar heute Mittag gut Mittag gegessen, aber irgendwie ja, es bringt halt nichts im Hintergrund. Es ist halt viel zu wenig. So. Da war ich... Oh, ich Vollidiot. Auf geht's. Dankeschön. Ich Vollidiot. Ich war eigentlich genau davor. Ah, Vögel. Kann es sein, dass ich mit der Annahme richtig liege, dass ihr kein Interesse mehr habt an Final Fantasy VII, an dem Remake? Na komm, lauf ich lieber zu Fuß. Wenn die Gegner respawnt sind. Die tierischen Gegner lasse ich mal in Ruhe, aber diese Schwarzschilde, die machen wir platt. Dann wollen wir mal. Yeah.
Was hast du denn? Tod. Oder ich nach einer Bohnenpfanne. Entschuldigung. Ach, wie grausam. Mutters Werk. Warum? Warum sollte man... Weiß ich nicht. Ich habe sie nie verstanden. Aber das... Oh, Clive. Diesem Wahnsinn setze ich ein Ende. Ein für alle Mal. Wir sollten gehen. Ja. Wir können sie nicht so zurücklassen. Werden wir nicht. Aber wenn die Schwarzschilde bis hier vorgedrungen sind... Sind sie vielleicht schon in Port Isolde? Diese verfickten Schwarzschilde. Das vor uns ist die Bewitt-Brücke. Doch nach Rosalith wird man uns sicher nicht durchlassen. Werden wir mal schauen. Diese Sperre! Unsere Familien warten in Rosalith auf uns! Zutritt zur Provinzhauptstadt nur für Mitglieder der kaiserlichen Armee! Noch eine Nacht schaffen wir. Was soll ich mit meinen Waren? Alles Rosaria. Wieso lässt man sie nicht ein? Weil die alle einen Knall haben. Gehen hier ab. So, ein paar Krabby Patties. Passt schon. Ja, der letzte Krabbenburger war ein bisschen zu teuer. Da wurde der gute Mr. Krabs zu gierig und jetzt muss er halt dran leiden. Weißt du, was mich das so ein bisschen erinnert? An, hier gibt es doch bestimmt auch irgendwann mal so einen komischen Boss. Ein starkes Monster oder so. Das erinnert mich so ein bisschen an Stranded Deep, tatsächlich. Da muss mir auch... zu Beginn Krabben fressen. Später. Zuerst. Diese Siedlung. Ist das Lazarusviertel? Ja, es wirkt verlassen. Meine Mutter muss die Adligen hier vertrieben haben. Hoffentlich hat sie meinen Onkel verschont.
Ich will mich nicht beschweren. Die Skills sehen alle ziemlich cool aus. Also die von der Flammenesper sind von Ifrit sind ziemlich stark, aber die von... Aber die Phönixschwinge sieht halt geil aus, ne? Grabenburger, Grabenburger. Feuer und Backbord-Aufsetzer. Das sind die Hunde dieser Verräterin. Wir bleiben, bis ihr uns reinlasst. Lasst uns rein, oder wollt ihr, dass wir hier sterben? Besser draußen als drinnen. Verpisst euch. Hängt die fetten Schnösel, die Kristalle gehören uns allen. Da werden wir nicht unbemerkt durchkommen. Es muss einen anderen Weg geben. Ich würde sagen, die Leute sind ein bisschen sauer. Ich hatte gehofft, die Wachen überreden zu können. Zur Not mit ein paar Gill. Da scheinst du nicht der Einzige gewesen zu sein. Gibt es noch ein Tor? Offiziell nicht. Inoffiziell schon. Mein Onkel hat mir mal von Tunneln unter der Stadt erzählt, durch die sich Adlige im Notfall hinausretten konnten. Nach Lazarus. Also müssen wir dann nochmal hin. In die Stadt. Habe ich mir aber schon fast gedacht. Versuchen wir es. Der Ort wirkte wie ausgestorben. Ob es sicher ist? Naja, ich nehme an, da gibt es ein paar Monster. Die Einzigen sind schon. Zähe Flammen. Wenigstens haben wir hier noch keinen einzigen Schwarzschild getroffen. Wir sollten trotzdem auf der Hut bleiben. Mhm. Da bin ich mir relativ sicher, dass wir, dass das nicht lange so bleiben wird. Tja, durch dieses Tor kommen wir wohl nicht rein. Ach echt, mach Sachen. Nicht in Erinnerung. Wie schnell eine Perle ihren Glanz verliert. Ja, wenn die Menschen es nicht pflegen, so klar. Stahlseide. Was ist denn Stahlseide? Ob man Stahl so dünn dünnen Stahldraht machen kann, dass man doch nicht verlassen. Hey, Besuch! Verzeihung, wir wollten nicht stören. Ja. Dann so.
Mit diesen Skills sind große Gruppen kein Problem. Ich kenne nur einen einzigen Mann, der so kämpft. Und der ist schon lange tot. Sagst du. Dann wirst du ihn schon bald wiedersehen. Der Segen des Phönix. Das kann nicht sein. Ihr seid doch an jenem Tag. Freunde. Vergebt mir, Milord. Ich habe euch nicht erkannt. Ihr habt nichts zu befürchten. Begründer, ihr seid es wirklich. Ja. Sir Wade. Was ist das schön? Kommt mit hinein. Haben wir erstmal die halbe Mannschaft gekillt? Ah ne, wir haben sie nur KO gehauen, okay. Ja, immerhin. Und diejenigen, die sich geweigert haben? Wir sind geflohen, damit man kein Exempel an uns statuiert. Allerdings nicht weit. Kurz darauf haben wir uns zu den Hütern der Flamme zusammengeschlossen. Allerdings hat eine Handvoll alternder Schilde der Macht eines Kaiserreichs leider nicht viel entgegenzusetzen. Doch ihren Aufenthalt hier haben wir so unangenehm wie möglich gemacht. In letzter Zeit sind wir aber mehr damit beschäftigt, die letzten verbleibenden Träger vor den Klauen der Kaiserlichen zu schützen. Die Säuberungen. Wir haben eine in Orthill gesehen. Ja, die Schandtaten der Schwarzschilde und ihrer Herren. Diese Ficklappen. Ihr meint meine Mutter. Aber ich verstehe es nicht. Auch wenn ich ihre Ansichten kenne. Es ist kein Geheimnis, dass sie Träger hasst, aber ihren Nutzen müsste sie doch zumindest sehen. Nicht zu ungut, Milord. Aber ich fürchte, ihr gesellschaftlicher Nutzen ist das Letzte, was Annabella interessiert. Selbst ihre Heimat kümmert sie nicht. Das hat sich mit dem Blutbad in Eastpool gezeigt. Und seit sie dem Kaiser einen neuen Erben geschenkt hat, scheint sie nur noch mehr von Trägern besessen zu sein. Der Grund dafür, vermute ich, ist, dass sie jeden aus der Welt schaffen will, der die Macht ihres Sohnes herausfordern könnte. Ihr Sohn. Sir Wade, die Schwarzschilde rücken aus. Sie marschieren gesammelt zur Bewitt-Brücke. Dann tun wir das auch. Bereit machen. Verstehe. Das ergibt Sinn. Das ist ihr Haupttrupp. Wenn wir diesen bezwingen, können wir vielleicht verhindern, dass sich die Tragödie von Old Hill wiederholt. Wenn ich nichts tue, klebt das Blut der nächsten Opfer an meinen Händen. Da machen wir mit. Euren und unseren. Was diese Männer, die es wagen, sich Schwarzschilde zu nennen, im Namen meiner Mutter angerichtet haben. Ich befürchte es, ja. Es darf nicht weitergehen. Wir müssen diesen Wahnsinn beenden. Finde ich schade. Zusammen. Lasst uns mit euch gehen. Für die Zukunft Rosarias. Ich habe gehofft, dass ihr das sagt. Du hast es gewusst. Sehr gut. Wenn das euer Wunsch ist, wäre es mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Ganz unsererseits. Sir Wade, tun wir unsere Pflicht. Mit Freuden, Milord. Als Schilden des Phönix. Ich
Ich fürchte, die Schwarzschilde werden uns einiges abverlangen. Dann sollten wir uns so gut es geht vorbereiten. Das ist wirklich der Sohn des Großherzogs. Was immer ihr benötigt. Herzlichen Dank. Komm, let's go. Also dann, Sir Wade. Wie ist der Plan? Eine Finte. Wir drei gehen zusammen zur Buick-Brücke. Dort greifen wir den Haupttrupp in seinem Lager an. Gerne. Wenn wir ihnen gehörig Probleme machen, werden die Schwarzschilde Verstärkung anfordern. Doch meine Leute, die sich bereits in der Umgebung versteckt halten, werden sie abfangen. In der Zwischenzeit werden wir den Kampf auf der Brücke ungestört beenden können. Insgesamt sind die Schwarzschilde in der Überzahl. Doch sie kämpfen gern in kleinen Trupps. Und das nutzen wir zu unserem Vorteil. Wie klein denn genau? Klein genug. Jetzt, wo auch ihr und Lady Jill dabei seid. Allein hätte ich das nicht geschafft. Und trotzdem hättet ihr es versucht, nicht wahr? Ihr habt euch kein bisschen verändert. Sir Wade, wir haben die Träger von Old Hill zur Ruhe gelegt. Sehr gut. Macht euch für den Kampf bereit. Zu Befehl. Danke, Sir Wade. Mögen Sie Ihren Frieden finden. Ihren Frieden werden die Seelen erst dann finden, wenn wir den Schwarzschilden ein Ende machen. Und das werden wir. Werden wir auf jeden Fall. Das werden wir auf jeden Fall. Im Verlauf der... ja. Ich würde sagen... Möge der Segen des Phönix mit euch sein. Das will ich hoffen. Endlich mal wieder was vom Phönix. Den brauchen wir auch. Wie lange verfolgt ihr die Schwarzschilde schon? Seit dem Überfall auf das erste Dorf. Wir haben die Schweine gejagt und ihre Leichen in der Stillwindmarsch versenkt. Das hat zweifellos Aufmerksamkeit geweckt. Seitdem ist es ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel. Ich verstehe. So, Jungs. Versuchen wir es irgendwo anders. Die Schweine dann können froh sein, dass ich meine Axt nicht dabei habe. Glaubt ihr, hat Bock? Die Brücke. Auf euer Zeichen, Milord. Einfach rein. Hey, ihr Kacklappen. Was wollt ihr hier? Ich sagte doch. Eine Botschaft für die Statthalterin. Von den Hütern der Flamme. Ha! Du willst mir also weismachen, dass zwei verdreckte Landstreicher, ein Weib und ein Köter, der kriegt aufs Maul, der Macht der Schwarzschilde etwas entgegensetzen könnten? Der kriegt aufs Maul. Der kriegt so aufs Maul. Flamme wird erlöschen. Er hat mein Mehl und meinen Hund beleidigt. Der kriegt auf die Fresse, der Hurenbock. Für Rosaria! Für Rosaria! Eure kleine Revolution ist hier zu Ende. Auf das die Sonne neu erstrahlt. Verdammt! Verstärkung vom anderen Ufer! Kämpfen muss.
ein nobler Kampf. Nobel, doch auch närrisch. Ihr beweist, dass unser Tun das Richtige ist. Denn dieses Land bedarf dringend einer Säuberung. Alter Moll, komm runter, du Ficker. Ich will mal was probieren. Au. Dragoon der ewigen Finsternis besiegt. Ha! Ewige Finsternis. Gegen den Schild des Phönix seid ihr nichts. Ich sehe keinen mehr. Ich auch nicht. Es hat funktioniert. Hat es. Und zwar blendend. Wir haben jedes einzelne dieser verfluchten Drecksschweine erledigt. Lord. Vielleicht wird das die Säuberungen aufhalten. Wenigstens für eine Weile. Vielleicht. Doch ich fürchte, meine Mutter wird sich rächen wollen. Sie wird dafür sorgen, dass ihre Truppen schnell ersetzt werden. Und dann beginnt alles von neuem. Ich frage mich oft, ob unser Rosaria für immer verloren ist. Die Felder brach, die Menschen verhungern. Wir kämpfen, um die Flamme von Eins zu schützen. Doch für jeden Feind, der stirbt, erhebt sich ein neuer. Doch dies wird immer unsere Heimat sein. Und für sie kämpfen wir. Wie wir es getan haben und tun werden. Ich mag den. Solange die Flamme des Phönix in unseren Herzen brennt, lebt Rosaria weiter. Und wir werden weiter hoffen, dass der Tag kommt, an dem die rosarische Flagge wieder über Rosalith wehen wird. Sir Wade, ich... denke, wir sollten nach Port Isolde, ehe die Garnison Verstärkung herschickt? Da habt ihr wohl recht, Milord. Auftrag abgeschlossen. Ich muss gleich nochmal gucken, wie viel ich... Macht ja keinen Sinn. Wie viel Talentpunkte ich habe. Oder Skill. Und wie lange unterstützt mein Onkel euch und euren Kampf schon finanziell? Schon von Anfang an. Lord Byron war der Erste, dem ich von der Gründung der Hüter erzählt habe. Hätte ich damals von diesem Tunnel gewusst,
Wäre mir wohl der Ärger erspart geblieben, als ich über die Mauer hineinklettern wollte. Und seitdem kommuniziert ihr also nur noch über den Tunnel miteinander? Der Schein will weiterhin gewahrt bleiben. Wenn jemand Wind davon bekäme, dass Lord Byron in unserer Revolution mitmischt, würde er ohne einen Gill an den Galgen gehen. Und das würde niemandem helfen. Mhm. Also hält er die Fassade aufrecht. Obwohl es ihn viel Überwindung kostet. Er weiß, dass ein falscher Schritt alles zunichte machen würde. Auch deshalb ist er vorsichtiger als je zuvor. Seid nicht überrascht, wenn er eine Audienz verweigert. Schließlich glaubt man euch beide tot. Dann werde ich ihn davon überzeugen müssen, dass ich weder Geist noch Feind bin. Mit letzterem könnte ich euch behilflich sein. Das ist das Zeichen der Hüter. Damit diejenigen, die Rosaria lieben, auch euch als ihresgleichen wissen. Alles klar. Ich werde es mit Stolz tragen. Das würde ich auch empfehlen. Ich will nicht, dass meine Männer euch wieder angreifen. Es sei denn, ihr verdient es. Wenn doch Sir Tyler nur hier wäre, um euch zu sehen. Oder Lord Murdoch. Ach ja. Danke, Sir Wade. Wenn ich irgendetwas für euch tun kann. Ich weiß. Nun geht, Milord. Mhm. Guter Mann. Ein guter Mann. Wie zuvorkommend. Meinst du wirklich, er glaubt uns, wer wir sind? Das ging schneller als gedacht. Auf keinen Fall. Ich schätze mal, er hält uns für dreiste Betrüger und schärft gerade sein Richtbeil. Stellt euch meine Überraschung vor, als ich hörte, mein Neffe sei zu Besuch. Clive Rossfield ist schon lange tot. Und ihr schändet seinen Namen. Dafür rollen eure Köpfe. Bist du geistig umnachtet? Ich bin es, Sir Crandall von Camelot, getreuer Diener ihrer heiligen Durchlaucht, Sankt Sibyl der Unschuldigen. Was? Madu, du abscheulicher Zauberer, für deine Missetaten gegen Kirche und Krone soll dein Kopf rollen! Pfui, du elender Tugendbold. Selbst im Tode willst du mich noch plagen? Also gut, ich stoße das Tor zur Hölle auf das du stürzest hinab ins Feuer. Bravo, Onkel. Dein Mardu ist immer noch unübertroffen. Oh, Clive, mein lieber Junge, du bist es wirklich. Das ist schön. Eine Lieblingsszene aus Die Heilige und der Heretiker. Was? Warum war ich eigentlich nie Sir Crandall? Weil du so betrunken warst. Nein, Quatsch.
Ich brauche deine Hilfe, Onkel Byron. Rutherford, informier die Küche. Wir haben Gäste. Lass sofort auftischen. Aber Onkel... Du kannst die Geschichte deiner wundersamen Rettung ja wohl kaum mit leerem Magen zum Besten geben. Los, setzt euch. Der Onkel ist super. Ich mag den auch. Heute nehmen wir das gute Geschirr Rutherford. Ah, ich finde ihn super. Aber was ist mit unserem Hundi? Ihr habt also eine ihrer Säuberungen gesehen. Der wird bestimmt ultra verwöhnt. Statthalterin ist, streut sie Salz in Rosarias Wunden. Die hat bestimmt extra zwei Dienerinnen, die ihm einen Knochen polieren und der da drauf dann darf dran nagen. Etwas ist anders. Ich weiß nicht genau was, aber... Und kriegt nur das feinste Kalbfleisch. Dieselbe. Ein Monster hat sie ersetzt. Ein Monster. Wie dem auch sei, ich wurde beauftragt, diese Stadt zu regieren. Und muss daher den Schein des Gehorsams wahren. Mehr als Wade und seine wackere Schar zu unterstützen, kann ich nicht tun. Hat er erzählt. Du riskierst viel für Rosaria. Unser Land steht tief in deiner Schuld. Es sind schon 20 Jahre, Clive. Die Nation, die dein Vater und seine Vorfahren aufgebaut haben, ist passé. Vielleicht wäre es anders, hätte ich den Mut meines Bruders. Nun gut, wenn du ein Schiff benötigst, sollst du ein Schiff erhalten. Die Ladung einer meiner Barken wurde gerade gelöscht. Binnen weniger Wochen ist sie wieder reisefertig. Ihr glaubt uns also wirklich alles? Euch glauben? Ein Narr würde nicht einmal die Hälfte von eurem Gerede glauben. Doch bis heute hätte auch nur ein Narr geglaubt, dass mein Neffe noch am Leben sei. Außerdem habe ich Grund zur Annahme, dass Clive die Wahrheit sagt. Der da wäre? Na du selbst, Junge. Du warst schon immer ein furchtbarer Lügner. Ist das wahr? Nur gute Menschen sind schlecht im Lügen. Ist nicht gelogen. Lassen wir das besser. Legen wir den Finger nicht in seine größte Wunde. Der Onkel ist super. Na, Clive fühlt sich so leicht verarscht. Was ich allerdings nicht glauben kann, ist, dass du dieser Sid sein sollst. Du warst immer so ein guter Junge. Doch nun bist du der Geächtete. Damit machst du aus mir, wenn ich nicht irre, einen geächteten Onkel. Also gut, wo plündern wir zuerst? Rutherford, bring mir meinen Säbel. Das wird ein Spaß. Was ist mit der? Die hat doch irgendwas. Mädchen, sprich dich aus. Ein tolles Schiff, nicht wahr? In nur 3 Tagen wird es uns über die siedende See bis nach Dostanos bringen. Bedrückt dich etwas? Na klar, guck's dir doch an. Monster. Als ich bei den Eisernen war, haben sie mir keine Wahl gelassen. Entweder ich folgte widerstandslos ihren Befehlen, oder jemand anderes wurde bestraft. So wurde ich ihre Marionette. Ich ließ sie meine Strippen ziehen, sagte mir, dass nicht meine Hände das Schwert schwangen, sondern ihre.
Ich verschloss mich vor der Wahrheit, weil ich den Schmerz nicht mehr ertrug. Und mit der Zeit fühlte ich nichts mehr. Ich war wie taub. Ich war zum Monster geworden. Tja. Ich will kein Monster sein, Clive. Verstehst du? Ich möchte einen anderen Weg wählen, einen besseren. In einer freien Welt. Aber bevor ich das kann, muss ich mit meiner Vergangenheit abschließen. Ich helfe dir. Und bin an deiner Seite, wie du an meiner warst. Danke, Clive. Ich muss für meine Sünden büßen. Erst dann und nur dann stirbt das Monster in mir. Gut, solange du nicht mit ihm gehst. Komm, gehen wir zurück. Bis es nach Benomer geht, gibt es noch viel zu besprechen. Ja, wird interessant. Ich bin echt mal gespannt, ob wir der Dame jetzt auch mal helfen können, mit der Vergangenheit abzuschließen. Die Jill hat's verdient.